So, hallo Leute, time to frack. Time for eine kleine Session Vox. Und zwar, ursprünglich wollte ich OpenVR Benchmark ausprobieren. Startet bei mir aber leider nicht. CPU-Last ist zwischen 95 und 100% und auch zeitlich habe ich eine Viertelstunde gewartet, nichts passiert. Somit bin ich mal in den Discord und habe den Entwickler angeschrieben. Vielleicht hat er eine Idee im Support. So, nichtsdestotrotz, ich hatte nämlich ursprünglich, mein Plan sah so aus, dass ich den Benchmark mit der Index, mit der Quest und den Oculus Link, mit der Quest und Virtual Desktop und mit der Quest und ALVR durchziehen wollte, um das mal alles miteinander zu vergleichen. Vor allen Dingen die verschiedenen Quest-Varianten hätten mich da sehr interessiert. Aber leider, ja, leider ist nichts passiert. So, ich mache mal ein Online-Match und zwar 3 zu 3, ist das okay? Ja, Match-Config, das erhöhe ich mal auf 10 Minuten. Und Deathmatch, Deathmatch. Konvoi. Bootstomp? Was ist denn eigentlich Bootstomp? Ist das neue? Set Mission to Bootstomp. Deathmatch, Stockpile. Ach, machen wir das Deathmatch. So, Max Players, machen wir mal auf 3. Passt das jetzt? Okay. Machen wir 10. Also haben wir Deathmatch und 10 unterschiedliche Protagonisten. Und dann muss ich mir nur noch ein Level aussuchen. Dann nehmen wir Twilight. Und ab dafür. Jetzt sind natürlich nur NPCs von Anfang an mit drin. Nee, ist auch nicht schön. Gut. Dann wollen wir mal, wa? Sieht ein bisschen ulkig aus hier mein Körper, aber egal. Okay. Der erste ist gefallen. Das ist der nächste. Twilight sieht sehr hübsch aus, ne? Bekriegen sie sich. Da muss ich natürlich zusehen, dass ich da mitmischen kann, weil Anne hat schon eine Fresse verteilt. Die hat auch schon einen. Ich bin ein bisschen
weit ab vom Schuss. Komme ich da wohl hoch? Gut. 4:1. Was ist mein nächster Gegner? Wahrscheinlich da so in der Ecke? Nee. Da. Quasi hinter mir. Puh. Es war knapp. Mein Mech ist auch schon ein bisschen angeschlagen. Aber jetzt kann ich erstmal abkühlen, weil kein Gegner in der Nähe. Wen nehme ich denn? Ich glaube, ich hüpfe da nochmal hoch. Sprungdüsen sind voll aufgeladen. Wo ist er? Irgendwo geradeaus, hinterm Felsen. Zwei Nekronen hat einen zweiten, aber wie gesagt, es müssen alle noch NPCs sein, die hier mitmischen. Macht aber nichts. Macht auch mit NPCs Spaß. Hm? Sind die hier unten? Scheiße. Jetzt verliere ich kostbare Zeit, wenn die da unten rumwuseln. Sieht so aus. Da werde ich mal nach unten hüpfen, ne? Ist er denn? Oh nein, er hat mich erwischt. Gort. Gort hat mich erwischt. 5:3:3:1. Noch 4,5 Minuten. Los, schneller. Da ist einer. Oh, der Necron ist gut. Ich muss mit der Hitze runter. Hoffentlich wird er nicht zerlegt.
Oh. Shit, shit, shit. 6-4-3-1. Was? Irgendwer behakelt mich da. Okay, Punky 2000 ist auch Geschichte. Oh nein, so viel wollte ich gar nicht feuern. Jetzt kriege ich nebenbei ganz schön einen verpoolt. Noch immer völlig überhitzt, aber liege 4 Abschüsse vorne. Sehr schön. Das ist der nächste. Irgendwer schenkt mir ein hier. Da ist er. Was war das? Aber das war's, ne? 10, 4, 3, 3. 50 Sekunden. Ich kann mich nur auf Ready setzen. In der kurzen Zeit werde ich aber keinen mehr knacken können, nehme ich an. Lifetime, 6 Minuten. Jo, schön. Gab es überhaupt irgendeinen, ja, Matt Assassin? Ich gehe noch mal kurz in die Planes und sage Launch. Ein weiteres 10-Minuten-Match. Free for all. It's everyone for themselves. Do your best to come out on top. Get the most points in 10 minutes to win. Jo, dann nehmen wir doch gleich mal den hier hinter mir quasi. Wo ist er? Mit menschlichen Gegnern ist es natürlich immer eine Herausforderung, Erster zu werden. Okay, das war's. Der saß gut. Hm? Der nächste ist da irgendwo.
Okay, der ist auch Geschichte. Man sieht ja mal auf der Karte schön, wo der nächste ist. Aha. Oh, Heat Critical, jetzt schon. Ist aber ein bisschen wüstig hier, ne? Ja, Alpha 5, das war... Oh, Anne. Anne hat 2. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen abkühlen hier. Weil grundsätzlich hat das ja keinen Wert, wenn man völlig überhitzt ist und man sich abschaltet. Da hüpfe ich mal darüber. Oh, da hinten. Da hinten ist ordentlich was los. Hauptsache, Anne verteilt nicht noch ein, zwei Erstschläge. So. Aha. Ich dachte, ich krieg ihn noch. Oh, Anna hat auch 3. Hat er überhaupt noch Waffen? Der Specht da vor mir. Okay. Ist der Gegner irgendwo voraus? 12 Uhr? Nee, 1 Uhr. Ach, da ist er. Oh, noch ein zweiter. Ja, man muss auch ein bisschen Glück haben. Ein bisschen Glück haben, dass man auch immer in der Nähe von, ja, Frischmetall ist. Hm? Ja, da fliegen wieder die Rettungskapseln in die Höhe. Anne hat 4. Ich hatte gehofft, ich kriege ihn noch mit dem letzten Schuss. Öffne dich, öffne dich. Gut. Das war Alpha 5. Irgendwo unter mir. So critical.
Oh, jetzt bin ich aber heftig angeschlagen. Da ist einer. Ich schleiche mich an. Toll. War das Anne? Hier kann man übrigens auch dann im Match den Mech tauschen, wenn man das will. Wie steht es? 7, 5, 3, 3. Mal gucken, ob noch der menschliche Mitspieler mit dabei ist. Ist der tot? Oh, nee. Jo, da hole ich doch wieder die letzten Minuten schön auf. Aber jetzt habe ich niemanden in der Nähe hier bei mir. Scheint mir. Ah, jetzt hinter mir. Na gut. Eine Minute noch. Kriege ich noch einen? Ah, da ist er. Das war natürlich riskant hier, ne? Aber der andere überhitzt natürlich auch. Zu 5. Anne hat keinen Abschuss mehr bekommen. Oder wenig. Ich glaube, da lief Anne. Anne ist grün. Aber das war's jetzt gleich. 23 Sekunden. Wenn der Mech zu Fuß unterwegs ist, dann ja. Kommt er ein bisschen langsam voran. Sprungdüsen sind immer toll, aber wie ihr seht, habe ich keinen Sprit mehr. Okay. Anne, okay. Gord und Ede schießen mich tot, aber trotzdem, Victory ist Victory. So, dann gucken wir mal. Das waren diesmal nur alles Computergegner. Egal. Ihr seht, man kann auch Spaß haben mit haufenweise NPCs. Es müssen keine menschlichen Mitspieler sein, aber das Ganze, wenn echte Mitspieler mitspielen, macht natürlich Vox doppelt Spaß. In diesem Sinne, ich erinnere euch nochmal an das Gewinnspiel. Am 01.01.20 werde ich mit meiner Glücksfee zusammen ein Steam Key für Vox verlosen. Geht auf vroad.de und kommentiert den entsprechenden Artikel, um eine Chance zu haben, den Key gewinnen zu können. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, für ein Abo sowieso. Haut rein, schmeckt fein. Wir sehen uns.